Hallo und herzlich willkommen auf meinem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich gerne Wünschen nachkommen. Das ist oft gewünscht worden, weil ich dieses Tutorial schon mal gemacht hatte, allerdings nur mit Musik und nicht mit Sprache. Deshalb werde ich jetzt hier heute so dieses Tutorial mit Sprache machen. Und zwar geht es darum, diesem Foto hier einen lila Farbeffekt, einen schönen lila Farbeffekt hinzuzufügen. Und das können wir machen über Kurven, über Werte und über Ebenentechnik und über Füllebenen und so weiter. Okay, also ich habe hier diese Vorlage gerichtet, die findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Solche Fotografien empfehlen sich sozusagen gut für diesen Effekt. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe das ein bisschen zugeschnitten. Und wenn ihr das verwenden wollt, müsst ihr auch dementsprechend dann handeln oder es so lassen, wie es ist. Okay, als erstes werden wir die Ebene hier einmal duplizieren und schalten die untere Originalebene aus, damit wir die weiter benutzen können, um später vergleichen zu können. Jetzt gehen wir auf Farben, Werte und suchen uns hier unten bei Zielwerte. Bevor wir das tun, müssen wir erst einmal den Blaukanal auswählen. Dann gehen wir hier unten auf Zielwerte und geben hier einen Wert von 20 ein und bestätigen mit OK. Nun haben wir das gemacht und jetzt werden wir weiterarbeiten mit Kurven. Auch hier werden wir den Blaukanal bearbeiten und ihr seht, hier ist so eine ist Platz hier in den dunklen Bereichen und hier werden wir ansetzen und werden hier ungefähr bis zu der Hälfte in etwa bis an die erste Spitze hier unsere Kurve so ziehen, wie ich sie hier gezogen habe. Und wir bestätigen mit OK. Ihr könnt es jetzt nochmal sehen, wie sich das hier extrem verändert hat. Ja, und bestätigen mit OK. Gut, das war das Erste. Nun werden wir hier diese Ebene einmal duplizieren und werden jetzt hier einen Farbverlauf erstellen. Und zwar werden wir hier hingehen, werden erst einmal die Ebene so lassen und sie nicht in Schwarz-Weiß umwandeln, sondern die bleibt so. Und wir werden dazu verwenden eine Vordergrundfarbe und zwar die Vordergrundfarbe C 33 7 F E. Das ist die Farbe, die wir brauchen. C 33 7 F E. Rechte Maustaste auf das Bild oder wir können auch hier über Farben abbilden auf Farbverlauf das machen. Und wenn wir das so gemacht haben, stellen wir hier unseren Ebenenmodus auf weiche Kanten oder Soft Light und werden hier eine Ebenendeckkraft von ca. 45% nehmen. Das ist der nächste Schritt hin zu unserem schönen lila Farbeffekt. Unserem schönen lila Farbeffekt. Das soll so ein bisschen was Schönes, Süßes haben. Und das Mädchen ist ja auch süß, ja. Und dementsprechend wollen wir das auch so verschönern mit diesem Effekt. Im nächsten Schritt werden wir eine andere Farbe auswählen und zwar werden wir jetzt eine Füllebene machen. Und zwar bringe ich jetzt hier erst einmal alle, wie sagt man, Farben wieder standardmäßig hin und werde jetzt hier eine Farbe auswählen und zwar die Farbe ED 8A 00 und bestätige mit OK. Jetzt werden wir hier eine transparente Ebene erstellen und jetzt haben wir hier eine neue bei GIMP 2.9 eine neue Möglichkeit der Einstellungen. Und das ist natürlich eine große Verbesserung im Gegensatz zu vorher bei GIMP 2.8 und so weiter. Es ist ähnlich wie bei Photoshop. Vielleicht kommen da noch ein paar Verbesserungen dazu. Auch hier stellen wir unseren Ebenenmodus auf weiche Kanten und werden hier die Ebenendeckkraft auf 75% zurücknehmen. Und die Vordergrundfarbe haben wir hier eingestellt. Vordergrundfarbe. Und bestätigen mit OK. So. Das war der nächste Schritt. Rechte Maustaste. Wo sind wir denn hier? Sichtbare Ebenen vereinen. So, und nun kommen wir langsam zum Schluss. Zum Schluss werden wir nochmal eine neue Ebene erstellen. Erstmal werden wir jetzt hier die Ebene, die Farben wieder standardmäßig einstellen und rufen auf die Farbe 00 35 74 und bestätigen mit OK. Jetzt werden wir hier wieder eine transparente Ebene hinzufügen oder diese Füllebene hinzufügen. Wir werden jetzt erst einmal hier auf Normal stellen wieder und die Deckkraft auf 100% und werden einfach über OK
diese Ebene füllen, so wie wir das eben schon mal gemacht haben mit der Ebene vorher. Nun brauchen wir den Filter Gimmick, den rufen wir hier auf, gehen auf Ebenen, also Layers, Blend Standard, aktive und darunterliegende und nehmen hier Exclusion. Wo sind wir denn hier? Den Ebenenmodus Exclusion und bestätigen mit OK. Und nun sind wir fertig mit unserem Effekt, mit unserem coolen lila Farbeffekt. Und sieht es nicht toll aus? Ich finde es ganz wunderbar. Wir können jetzt hier noch ein bisschen verbessern mit unscharf maskieren, können das Ganze noch ein bisschen besser rausholen hier mit den Augen. Und wenn wir wollen, werden wir hier auch noch ein bisschen entrauschen, das Ganze. Vielleicht mit 2 auf, also der Stärke 2 und bestätigen mit OK. So, und das war's. Ja? Schöner lila Farbeffekt auf einem schönen Foto auf dem Mädchen hier. Und wie gesagt, mit viel Glas und so weiter. Das bietet sich an, um diesen Effekt nutzen zu können. Okay, das war nicht besonders lang, das Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn es euch Freude gemacht hat, baut's nach. Macht's schöner als ich. Nehmt vielleicht andere Motive. Und ja, wir können jetzt natürlich, wenn wir wollen, auch noch hier mit dem Weichzeichner arbeiten. Da rufen wir Jimmy nochmal erneut auf. Gehen mal hier auf Standard, machen hier zu und gehen mal auf Deformations oder wie man das nennt hier, nee, auf diesen hier unten, den ich nicht aussprechen kann und nehmen hier diesen Depth of Fields und hier können wir erst einmal zurückgehen auf 1,5 bei der Amplitude und so können wir dann hier dementsprechend noch den Hintergrund weichzeichnen, wenn wir das wollen, muss man aber nicht. Okay. Alles klar, man kann auch natürlich jetzt hier noch weiterarbeiten, man kann es immer weitermachen, man kann jetzt hier eine Vignettierung ziehen, machen wir auf 1,5 und ja, okay. Ja, also so kann man sich das weiterentwickeln, wenn man das möchte. Mir gefällt so am besten. Ja, okay, herzlichen Dank fürs Schauen nochmal und wie gesagt, lasst mir doch einfach einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben oder teilt meine Videos, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.